Oh. Oh! Kommt der gleich richtig ab hier. Den machen wir auch schon mal. Ah, schade. Der letzte Dreher hat mich... Also, ich hab noch eine Riesententage, die hätte mich gleich danach erwischt. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Also zum Schluss wird's noch mal spannend, muss ich sagen. Da wollen sie es wieder wissen. Ja. Jetzt wird das Ganze immer so schnell aufgeben. Naja, gut, so schnell. Fallen. Stell dir mal vor, du hast dir gerade hier einen neuen Anzug angezogen. Ja, ja. Da kommt das Teil, da kommt. Wow. Da ist die Tentakel. Das war aber knapp. Ja, Vorsicht, da kommt ein Stück Turm. Gerade so durch. Ja, ich bin durchgeflogen. Ah, da kommt wieder was. Ja, das hat Zacken. Da müssen wir hin. Zu dem grünen Ding, glaube ich. Oh, hinten Maul von dem Monster teilen. Oh, ein Riesenauge. Zwei Riesenaugen. Das ist ein Fisch. Da hast du noch mehr. Nein, ich will hier nicht sein. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um uns herum fliegen. Die Augen sind schon mal nicht. Wir können diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Ah. Hey, ich denke, du kannst mit Marker werfen. Ist das geil? Was ist das? Ah. Hey, ich hab dir den Marker in die Augen gestellt. Das wollte ich machen. Du kannst mir ruhig auch mal einen Marker lassen. Ja, ich kümmere mich um die Monster. Oh, hit on. Nicht die Marker, ich kümmere mich um die Monster. Wenn ich einen sehen würde. Da ist einer. Vorsicht! Ich will nur noch ein Auge finden. Komm, mach die Augen wieder auf. Siehst du ein Auge? Nee, nur Monster. Ist das so gut? Meise, es zieht uns rein. Schießen Sie diese Tentakel auf, bevor es uns frisst. Weg! Was ist denn jetzt? Oh. Das ist ein neuer Marker. Und da ist ein Auge, ich sehe ein Auge. Ja, aber so weit kann ich mich nicht drehen, leider. Doch, jetzt schon. Oh, jetzt lass mich. Hallo. Die haben mich von der Plattform runtergeschleudert. Ja. Setz die Augen wieder zu. Also damit hast du bestimmt nicht gerechnet, dass du jetzt hier einen Marker auf so ein Vieh schleuderst. Nee, definitiv nicht. Aber es ist echt cool. Vorsicht, zum schneller. Darf ich noch nicht? Nee. Es
frage mich, wie viel Leichen das Vieh braucht, um den ganzen Mond zu besetzen. Na, ganze Planeten voll. Mehrere vor allem. Alles voller Viecher. So viel Viecher wie hier sind, dürften eigentlich gar keine Dings mehr da sein. Ah, getroffen. Gar kein Necromorphs. Das? Nee, oder? Ist doof. Kennst du Jonas und der Wal? Nee, aber da kannst du rausgehen. Wir müssen zu der Insel, auf der die Maschine ist. Sie ist da raus. Ich kann's nicht erreichen. Warten Sie. Ich stelle mich auf die TK-Platte und versuche es rüberzuziehen. Beeilen Sie sich, bevor sich das Ding erholt hat. Ja, na. Drücken, gedrückt halten. Muss er da ziehen? Ja, da steht nicht. Dann zieh raus. In irgendeine Richtung. Ah, wir müssen beide ziehen. Sieht aber nicht gesund aus für das Vieh. Sieht aber auch nicht gesund aus. Ist das dein Blut oder ist das? Ja, das ist meins. Bist du sicher? Ziemlich, ja. Das war's dann? Wir benutzen die Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr, wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Du siehst wirklich nicht mehr schön aus. Nee. Jetzt hast du vorher auch nicht, aber jetzt ist noch schlimmer. Und weg bist du. Man muss sich auch mal von was trennen können. Ja. Ach, du hast ja das, die andere Hälfte von deinem Foto gegeben. Hast du vorhin nicht hingeguckt? Na, ich habe gesehen, dass es ein Foto von dir war. Ja. Aber ich wusste nicht, dass das die andere Hälfte von dem ist, was du die ganze Zeit da anlunst. Aufgeschlagen. Bist du jetzt ein Necromorph? Ihre lange Rick ist ganz schön klein geworden. Hat doch ganz schön was gemacht. Oder leer. Isaac. Bist du da? Kaba, ja, Kaba. Isaac. Vergiss den Trottel. Wir fahren jetzt in den Flitterwochen. Diese arme, traurige Stimmung kaputt machen. Das Markersignal. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Schön, ich habe auch mit dir wirkt. Ach Quatsch. Du warst nur Statist. Das haben wir doch am Anfang erklärt. Noch im ersten Kapitel. Die Koordinaten der Erde bestätigt. Schock an die Hoffentlich denkt er an das Minenfeld.
Tja, Leute, wie ihr seht, dies war Dead Space 3. Ja, jetzt lassen wir noch die Credits laufen. Ja, selbstverständlich, aber nebenbei können wir die Leute ja zusammeln. Genau. Also ein kleines Resümee. Dead Space 3, also ich finde es ein sehr cooles Spiel. Was ist ein Resümee? Ein Resümee ist etwas nochmal wiederholt in Kurzform. Glaube ich dir nicht. Wert, glaube ich. Mhm. Glaube ich, das zeugt nicht sonderlich von Wissen. Beziehungsweise es schafft kein Vertrauen. Ach ja. Nee, aber wie gesagt, ich fand das Spiel äußerst cool, auch wenn es leider nicht mehr so gruselig ist wie die ersten beiden Teile, aber das liegt wohl daran, dass man zu zweit spielt und dass man, wenn man die ersten beiden Teile schon gespielt hat, die ganzen Horror-Elemente schon kennt. Aber sehr cool, die Credits da stehen erstmal in Markerschrift da und danach werden sie umgewandelt. Ja, falls das einer von den Programmierern dieses Spiels mal sieht, dieses Let's Play, ich habe ein paar Tipps. Das Waffencrafting-System ist sehr cool, aber man kann dadurch viel zu mächtige Waffen erschaffen. Und um das auszugleichen, habt ihr mehr Monster eingefügt, die das... ihr hättet lieber stärkere statt mehr Monster nehmen sollen. Aber ich bezweifle ehrlich, dass da irgendwann mal von diesen Programmierern dieses Let's Play sehen wird. Leider. Wölfel ist ein Eichhörnchen und nimmt sich, was er kriegen kann. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, konstruktive Kritik. Das Waffencrafting-System finde ich sehr geil, aber die Waffen sind leider dadurch viel zu mächtig geworden. Du könntest EA ja mal schreiben. Ich meine, die antworten eh nie, aber ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber du weißt, wie das ist mit den gegen die Wände reden. Da kommt wenigstens noch ein Echo zurück. Naja. Ach ja. Ja, wir hoffen, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und wir lassen jetzt hier noch die Credits durchlaufen. Danach wird dieses Let's Play beendet sein. Was danach kommt, also wir haben schon was in Hinterhand, was wir denken, was wir demnächst spielen werden, aber ich würde sagen, falls wir nicht kurzfristig noch was anderes dazwischen schieben, lasst euch einfach überraschen und es wird auf jeden Fall weitergehen mit Let's Play Together. Juhu! Hier mit dem Penner da, den keiner ertragen kann und der trotzdem immer dabei ist. Ja, du hast mich gefragt, ob ich dir helfe. Nicht, ob du mir hilfst, sondern ob du mitspielen willst. Ja, aber wenn du alleine spielst, ist das auch kein Let's Play Together. Deshalb ja. Darum frag dich, ob du mitspielen möchtest, weil ich des Rechnens mächtig bin. Jedenfalls bis 2 kann ich noch rechnen. Ja, aber auch nicht viel weiter. Das ist ja egal. Für ein Let's Play Together reicht's. Also, es sind mindestens 2. Volli-Editor. Was ist ein Volli-Editor? Volli-Editor. Mal sehen, ob sie wie bei... ob sie wie bei dem einen Film auch den Essensservice auflisten, der die Leute beliefert hat. Na juhu. Vielleicht kommt ja noch was. Wie beim Marvel-Film. Beim Marvel-Film muss man immer im Kino sitzen bleiben. Da kommt noch was. Das stimmt. Dabei fällt mir ein, ich bin am Überlegen, ob ich ein Let's Play von Command & Conquer Alarmstufe Rot mache. Aber dann das ganz alte. Na, das erste, Alarmstufe Rot. Ja. Habe ich mir nämlich gestern runtergeladen, gibt's jetzt als Freeware-Download bei Chip zu bekommen, ihr Dingsen. Ey, cool. Jawohl. Ich hatte ja mal die Sammler Edition, aber die ist leider weg. Die hat sich versammelt. Woanders. Die hat sich jemand dauerhaft ausgeliehen. Oder das. Meine Fresse, so viel könnte da ja nicht dabei gewesen sein. Die schreiben einfach immer irgendwelche Namen. Wen nehmen wir noch? Ach, den. Genau, schön im Telefonbuch durchgeblättert. Ja! Moment, das ist ja mein Name! COO. Studio CEO.
Tim Miller. US Studio Group. EA Games. Ach Quatsch. CEO. EA Labs. Label, Entschuldigung. Wer lesen kann, ist mein Vorteil. Yep. So, ich nicht. Das war mir von vornherein klar. Lalala. Meine Fresse, so viel Credit, die müssen aus dem Telefonbuch stammen. Man weiß ja nicht, was man während der Zeit alles erzählen soll. Nicht aus dem Telefonbuch, aus allen Telefonbüchern. Ach, du meinst via Google? Genau. Wir suchen jetzt mal nach Scott. Bling! Und dann, was weiß ich, wir nehmen den 24. Ne, wir nehmen alles. Ah, hier. Rich Ridlin. Anthony DiFazio. Meine Fresse. Ken Tsai. Nun. Troy. Troy hat auch mitgetan. House of Mood. Tu mir einen Gefallen. Welchen? Schreib dir die auf, die für die Fahrschule verantwortlich sind. Dem muss man einen Besuch abstatten. Das kann so nicht weitergehen. Ja, das stimmt wohl. Vor allem die langweiligen Fahrstühle am Anfang. Ja. Im zweiten Teil war das auch viel besser mit den Fahrstühlen. Da war in jedem Fahrstuhl andere Reklame angeklebt. Da konntest du wenigstens noch ein bisschen Abwechslung fürs Auge. Ich glaube, das hatten wir schon erwähnt. Ja. Doppelt hält besser. Es sind nicht alle Zuschauer so vergesslich wie du. Ja. Und was mich auch noch ein bisschen genervt hat, war, dass das Level-Design von den Bonus-Leveln fast immer gleich aussah. Ja, das stimmt. Ja. Und das war auch nicht so schön. Also Spielspaß hat es auf jeden Fall gehabt. Ja, natürlich. Das muss man mal klar so sagen. Und es gab echt viele coole Momente, wie Flugzeug fliegen und gleichzeitig schießen. für dich das Feuer im Heckraum löschen durfte. Vor allem, wir spielen, da wir zu zweit gespielt haben, haben wir das am Anfang ja wenigstens noch geteilt. Im Einzelspielermodus musst du alles selber machen. Echt? Ja. Okay. Naja. Aber ich muss schon sagen, dadurch, dass wir häufiger solche Spiele spielen, vom Schwierigkeitsgrad her war es jetzt nicht so schwer. Wir hätten doch auch schwer sollen. Ja, na, das kann man aber vorher nicht wissen. Was ist das für Let's Play, wenn du alle 2 Minuten verreckst? Ein Let's Fail. Weil du weißt, wie es ist. Manchmal ist normal schon berstig schwer. Naja, im Allgemeinen nicht. Also, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass normal schwerer ist als schwer. Steve Taylor. Hat auch Liz Taylor? Das ist bestimmt der Bruder. Meine Fresse. L.A. Mayburn. Ja, ja. Mach doch mal hin. Melbourne. Oh, Entschuldigung. Du bist auch im Nachteil. Ach ja. Lalala. Das Manhattan-Projekt. Oh yeah. Alles fängt mit A an. Jetzt kommen die Bs. Ich sterbe, du Idiot. Genau. Viel cooler ist Hilfe, ich bin in einer Glückskeksfabrik gefangen. Hä? Wenn du einen Glückskeks aufmachst und das steht auf dem Zettel, was würdest du denken? Das ist cool. Auf Arbeit hat ein Kollege heute gesagt, bei Studi gab's mal eine Gruppe, wir parken nicht auf Gullideckeln, sonst kommen die Turtles nicht mehr raus. Hat er recht. Ja.
Aber das musst du dir bildlich vorstellen, wie die da von unten versuchen. Ey, das ist so cool, ey. Ach, ja. Meine Fresse. Oh, ganz viele Namen nebeneinander. Der Speicherplatz war nicht lang genug, um das nach unten zu ziehen. Meinst du? Ja. Ist ja nicht so, als wenn da 50 GB drauf passen würden. Wer weiß, wie lange die Credits noch sind? 10 GB Spiel und 40 GB Credits. Yeah. Und jetzt Junge, Junge. Als Special 30 Stunden Credits. Bonusmaterial. Ja, genau. Credits. Leo Lee, das ist ja auch ein cooler Name. Na gut, so werde ich mein Kind jetzt nicht nennen, aber... Na, der hieß wahrscheinlich mit Nachname Lee. Ja, das meine ich auch. Sonst hätte da vielleicht noch was dahinter gestanden. Ja. Lee Royd Gibbs? Nein, Leland Stadelmeier? Aber die Musik ist gut. Hm. Ja, also Gajunitz Endling. Du stehst mir auf... Guck mal, Mom and Dad. My Family, yeah. Das sind die Special Thanks. Von allen Leuten, die vorher in den Credits waren. Das dauert jetzt noch ein Weilchen, also. Vor allem, ich denke, mein... Ja, wer denkt denn da wen? Keine Ahnung. Also, wen wissen wir ja, aber wer? Ich danke Nancy, na super. Klaus Dieter kann Nancy danken und... Oh, es ist vorbei. Gut, Jungs, genug Scheiße gelabert. Das war's mit Dead Space. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder mit einem neuen Let's Play. Und bis dahin. Jede Menge dumm Gelaber. Tschö. Tschüss. Ellie? Ellie? Das ist doch ein Marvel-Film.